Guten Tag, liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal Bernds Garten in B. Heute ist Sonntag, der 9. April 2023, 4 Grad Außentemperatur und das Video beginnt, wie Sie sehen, ist schon wieder im Keller, dort, wo ich meine Topfkulturen stehen habe, weil die Temperaturen einfach nicht frühlingshaft sind und deswegen müssen die Pflanzen, die ich die letzten Tage rausgestellt hatte, abends hineingestellt werden und gestern und heute bleiben die Pflanzen drinnen. Wie es Montag wird, müssen wir sehen, ob ich sie dann rausstellen kann. Morgen sollen ungefähr 16 Grad erreicht werden, da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich geschieht. Der Himmel soll bedeckt bleiben, so wie er heute auch ist, und dann könnte man aber die Pflanzen vielleicht rausstellen. Heute jedenfalls nicht, dafür ist es einfach zu kalt. Und jetzt um diese Tageszeit auch erst recht nicht, wie gesagt, 4 Grad Außentemperatur. Das ist für Canna Indica und für San Tedeschia Eliotiana, die Cimacalla und für Agapanthus, die Schmucklilie, eindeutig zu kalt. Aber Sie sehen es schon, liebe Gartenfreunde, während die Schmucklilie noch gar nicht wirklich weitergewachsen ist, das ist auch kaum möglich. Dazu fehlt die Wärme und vor allen Dingen das Sonnenlicht. Sind aber die anderen Topfkulturen doch schon ganz gut und weit vorangekommen. Sie sehen es schon hier, diese rechte Hälfte sozusagen, das sind die Töpfe mit San Tedeschia Eliotiana. Und Sie sehen es schon bei einigen Triebspitzen, die sind schon sehr hoch aufgerichtet, haben schon ihre 20, knapp 25 Zentimeter Wuchshöhe teilweise erreicht, nicht alle. Hier vorne in diesem Topf auch schon sehr hoch gekommen. Ja, da werden sich demnächst die Blätter aus der Triebspitze herausschieben und sich dann langsam entrollen. Und bei Canna Indica Cleopatra, das ist ja diese hübsche mit den zwei Farben in den Blättern und den Blüten, da sieht das schon alles wesentlich weiter fortgeschritten aus. Wir hatten ja Anfang der letzten Woche, der jetzt vergangenen Woche, relativ milde Temperaturen und was vor allen Dingen hatten wir eines, nämlich intensive Sonneneinstrahlung. Und in diesen Tagen, wo es relativ mild war und mit hoher Sonneneinstrahlung, habe ich meine Pflanzen rausgestellt. Und das ist ihnen offensichtlich ganz gut bekommen. Es hat sie in ihrem Wuchs und in ihrem Wachstum regelrecht beflügelt. Ich zeige Ihnen mal hier das hintere Exemplar, wo das erste Blatt schon vollkommen entfaltet ist und das zweite sich herausschiebt und sich schon entrollt. Und wie das bei Canna Indica so üblich ist, das erste Blatt ist noch relativ klein, das zweite Blatt wird schon größer und jedes weitere Blatt wird immer größer als das vorhergehende. Bis sie dann ihre Endgröße erreicht haben und zum Schluss schiebt sich ja dann das Blumenrohr heraus. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und ich hoffe, dass bis dahin die Temperaturen endlich so sind, in der nächsten, spätestens in der übernächsten Woche, so habe ich gesehen, in der Vorhersage soll es dann wirklich frühlingshaft warm werden. Mit Temperaturen in der Woche ab dem 17. April bis knapp 20 Grad. Nun, da werden wir uns überraschen lassen. Ja, liebe Gartenfreunde, das war sozusagen der erste Teil dieses heutigen Videos. Gleich geht's draußen weiter. Ja, und heute sind die Temperaturen tatsächlich auch deswegen angenehmer, weil wir nicht mehr diesen scharfen Ostwind der vergangenen Tage haben. Es sind zwar nur 4 Grad, aber da wir sehr schwachen Wind bis gar keinen Wind haben, ja, doch ein bisschen bewegen sich die Blätter der Pflanzen, also etwas Wind geht. Auf der Anzeige für die Wettervorhersage oder für den Wetterbericht sah ich, die aktuelle Windgeschwindigkeit 12 Stundenkilometer. Das ist verhältnismäßig moderat, so dass der Wind nicht ganz so kalt auf der Haut empfunden wird. Ja, und es geht jetzt los. Und das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, vielleicht fangen wir heute mal mit Liatris spicata an.
Einmal die Zwergform, der Kobold sozusagen, das ist ja der Sortenname. Liatris picata Kobold, das ist also die Prachtscharte. Dieses wunderschöne Korbblütlergewächs. Die Zwergform mit grünem Austrieb und gleich dahinter Liatris picata, die ganz normale, gewöhnliche Form, die etwas höher wird, im rötlichen Austrieb. Ja, also es bewegt sich was. Die Natur ist erwacht. Und nun wollen wir wirklich hoffen, dass ab der nächsten Woche, wenn es dann mild wird und mild bleibt, vor allen Dingen in den Nächten frostfrei, dass dann die Dinge sich endlich entwickeln. Ja, die Staudenwicke hat schon kräftig zugelegt und ich merke, dass ich sie bald etwas zusammenbinden muss, damit sie nicht am Boden wächst und nicht am Boden entlang kriecht, sondern sie soll ja da oben an das Gitter wachsen. Und da werde ich sie von unten her etwas zusammenbinden, damit sie schneller und leichter den Weg oben dorthin findet, wohin sie soll und wo sie sich ja dann auch festhalten kann, um dann weiter in die Höhe zu wachsen. Ja, dann zeige ich Ihnen noch eine Sache, die ich dann auch gemacht habe. Ich habe den einen Sämling und den Steckling. Den Sämling des hohen Mädchenauges, Coreopsis tripteris, und den Steckling von Sedum telephium Herbstfreude, also der Fetthenne, auseinandergesetzt. Ich habe also die Fetthenne stehen lassen an dem Standort, wo sie steht. Da steht sie ganz gut, habe aber das hohe Mädchenauge etwas weiter weggesetzt. Und so kann sie jetzt hier an dieser Stelle wachsen und gedeihen, kann die ganze Ecke, ja, wie soll man das sagen, zuwuchern. Das ist vielleicht das richtige Wort. Das wird sie auch tun. Spätestens im nächsten Jahr wird sie ihre Ausläufer schon getrieben haben und wird sich schon einige Zentimeter hier dieses Terrains erobert haben. Aber auch in diesem Jahr rechne ich damit, dass sie mindestens 1 Meter, 1,20 Meter, 1,30 Meter vielleicht sogar hoch wird und auch schon blühen kann. Ist ja schon ihr zweites Jahr. Ja, dann gehen wir weiter. Ich zeige Ihnen Iris hollandica. Ja, das ist mehr oder weniger etwas stagniert. Ist auch kein Wunder. Die vergangenen Tage waren einfach viel zu kalt, viel zu ungemütlich. Und dann hatten wir diesen wirklich scheußlichen, eisigen Nordostwind, der die Temperatur noch mal etwas herabgesenkt hat. Und der auch verhindert hat, dass es überhaupt wärmer geworden ist. Den ganzen Rest die zweite Hälfte der Woche, würde ich sagen, kamen wir über 10 Grad nicht hinaus. Wir kamen noch nicht einmal in die Nähe von 10 Grad. Das Maximum waren 7 Grad, die das Thermometer angezeigt hat. Das ist nun wirklich zu wenig, um das Wachstum zu begünstigen. Hier unten Iris barbata. Die Schwertlilie, die große oder auch Bartiris genannte Pflanze, ja, die hat sich von dem Tritt des unvorsichtigen Zeitgenossen, der ja vor einiger Zeit hier Schaden angerichtet hat, dann doch erholt, hat neue Blätter aus ihrem Rhizom hervorgeschoben. Ja, ob sie blühen wird, da müssen wir uns überraschen lassen. Eine Etage höher. Paeonia suffruticosa, die Strauchpfingstrose, diese hier eine wunderschön hellrosa, leuchtend rosa blühende Sorte. Die Blütenknospen sind stark angeschwollen, sind bereit für die warme Zeit, die dann hoffentlich bald kommt. Wollen wir hoffen, dass es morgen dann wirklich losgeht. Der Bronzefenchel im Hintergrund sieht sehr gut aus, sehr schön kompakt ist er gewachsen, hat seine bronzefarbenen Blattwedel entfaltet, die ersten. Und wenn es dann warm wird, dann wird er rasch in die Höhe wachsen. Links und rechts daneben Spirea bumalda, beides sind dunkelrosa blühende Sorten.
die immer sehr stark wachsen und deswegen von mir jedes Jahr auch kräftig zurückgeschnitten werden. Ja, dann gehen wir weiter vorbei an Ceanotus delilianus, der Säckelblume, die wahrscheinlich in der nächsten Woche, spätestens in der übernächsten Woche, dann wohl drastisch zurückgeschnitten wird. Was ich Ihnen auch noch zeigen kann, hier ein besonders schönes Exemplar, weil es so schön kissenförmig kompakt wächst und schon ein bisschen in die Höhe wächst. Das ist die Monarda, also die Indianernessel. Eine wunderschöne rotblühende Sorte hier an dieser Stelle. Schon schön gewachsen. Sieht sehr, sehr gut aus. Kissenförmig, kompakt, dicht. Und ganz langsam schiebt sie in die Höhe. Das ist sehr erfreulich. Ja, dann zeige ich Ihnen ein Kleinrhodium, eine schöne orange blühende Tulpe. Tulpe gehört ja unbedingt zum Frühling dazu. Ich habe das letztes Jahr schon gesagt und ich wiederhole das in diesem Jahr. Ein Frühling ohne Tulpen ist ein verlorener Frühling. Ich mag diese Blumen sehr. Und besonders auch in der orangenen Farbe mag ich die Tulpen sehr. Ich liebe diese schlichte, diese einfache Eleganz der Tulpe. Und auch einfach die Tatsache, dass die Tulpe der klassische Frühlingsanzeiger ist. Wenn die Tulpe blüht, dann ist der Frühling nicht weit oder er ist da. Ein Muss für jeden Garten, wie ich meine. Spirea bomalda, die weißblühende Sorte, dieser Strauch, den ich ja stark zurückgeschnitten hatte. Schauen Sie sich das an. Man sieht von den zurückgeschnittenen Trieben des Vorjahres fast nichts mehr. Und warum nicht? Weil der frische Neuaustrieb schon so weit gediehen ist, dass er alles überwuchert. So soll es sein. So ist es genau richtig. Ja, ein kleiner Break zwischendurch, damit ich nicht allzu viel Karussell mit Ihnen fahre. Das finde ich nicht ganz so praktisch und nicht so gut. Für den Zuschauer ist das immer ein bisschen verwirrend, wenn die Kamera so stark im Kreis sich dreht. Das denke ich, ist für Sie als Zuschauer das nicht so angenehm. Ja, was kann ich Ihnen zeigen? Natürlich. Peonia lactiflora, der Klassiker unter den Staudenpfingstrosen. Eine wunderschöne weißblühende Sorte. Und diese Sorte oder diese Art der Pfingstrosen, also Peonia lactiflora, die haben für meinen Geschmack den herrlichsten Duft und den klassischen Duft der Pfingstrosen, den man so liebt, den wir so mögen, den ich aus meiner Kindheit kenne. Dieser frische Duft, dieser, ja, kräftig, aber angenehm. Doch etwas kräftig, aber irgendwie doch auch etwas zurückhaltend, zart, sehr zart, dieser Duft, aber eindeutig. Und das ist das, was mir so gefällt an der Pfingstrose, wenn sie denn diesen schönen Duft hat. Im Gegensatz zu den Strauchpfingstrosen, liebe Gartenfreunde, so schön die Strauchpfingstrosen sind, und ich möchte keinesfalls auf sie verzichten, zum Beispiel auch auf diese Sorte hier, das ist ja auch eine sehr intensiv rosa gefärbte, aber Strauchpfingstrosen duften für meinen persönlichen Geschmack zu stark, zu intensiv. Der Duft, den sie entfalten, wenn man die Nase in die Blüten steckt, ist stechend, geradezu stechend. Für mich fühlt sich das sehr unangenehm an und ich will mal schauen, dass ich dieses Jahr es vermeide, meine Nase in die Blüten der Strauchpfingstrose zu stecken, weil mir dieser Duft etwas zu unangenehm ist. Er sticht ein bisschen zu sehr, ganz im Gegensatz eben zu der klassischen Staudenpfingstrose der Peonia lactiflora. Ja, dann kommen wir mal von dem Thema Peonien weg und kommen zu einem wunderschönen anderen zweiten Thema, nämlich Rittersporn. Wenn ich das richtig sehe, dann haben wir es hier mit einem Rittersporn zu tun, der Belladonna-Hybriden.
Ich habe ganz bewusst in meinem Garten keine pazifischen Hybriden gepflanzt. So schön sie sind und so prächtig sie blühen ja wirklich ganz spektakulär. Hohe, hohe aufschießende, dicht gefüllte, übervolle Blütenrispen, Blütenstände. Aber sie haben einen entscheidenden Nachteil. Man muss sie ständig anbinden, weil sie von selbst nicht sich gut tragen. Kommt ein bisschen Wind, knicken diese Pflanzen leicht ab. Nicht so Belladonna-Hybriden und auch nicht die Elatum-Hybriden des Rittersporns. Die blühen nicht ganz so üppig, sind nicht ganz so voll, werden auch nicht so hoch und haben aber den Vorteil, dass sie die Blüten, die sie haben, selbst tragen können. Sie müssen also kaum angebunden werden. Das ist der große Vorteil der Belladonna- und Elatum-Hybriden beim Rittersporn. Und deswegen habe ich auch nur diese beiden Rittersporn-Arten in meinem Garten. Ja, dann gehen wir weiter. Und was kann ich Ihnen zeigen? Natürlich Allium giganteum, den Riesenlauch. Und ich weiß nicht, ob Sie es schon sehen können. Sie müssten es auch hier im Bildschirm am Bild erkennen können. Wenigstens zwei Blütenknospen sind deutlich zu sehen. Wenn ich hier mit bloßem Auge drauf schaue, ich sehe sie gut. Und ich denke und könnte mir vorstellen, dass man es dann am Bildschirm später dann auch gut erkennen kann. Die Blüten sind also da. Und bis Mai sind es ja nur noch 3 Wochen und dann ist die Blütezeit des Zierlauchs. Allium. In diesem Fall Allium giganteum. Ja, vorbei an Iris. Kommen wir dann zum Eckbeet und im Eckbeet tut sich auch ein bisschen was. Im Hintergrund sehen Sie vielleicht einen Strauch, der ganz zart austreibt. So ein kupferfarbenes Laub, versprenkelt noch, ist noch nicht dicht gewachsen. Er ist ja erst dabei, jetzt gerade zu beginnen mit dem Austrieb. Das ist Physocarpus opulifolius Amber Jubilee, so heißt die Sorte. Und zu Deutsch wird dieser Strauch Fasanenspiere genannt. Ein wunderbarer Strauch, den ich letztes Jahr gekauft und gepflanzt habe. Und ich freue mich schon richtig wieder, wenn er dann sein dichtes Laubwerk entfaltet hat. Und selbstverständlich in den kommenden Videos werde ich immer wieder mal die Fortschritte an diesem Strauch für Sie dokumentarisch festhalten. Weiter geht's mit Exochordera zimosa, der Prunkspire. Ja, die hatte eine Pause eingelegt wegen der kalten Temperaturen, die wir ja jetzt hatten. Da ist leider noch nicht allzu viel gegenüber der letzten Woche vorangekommen. Es hat sich nicht allzu viel getan. Die Pflanzen haben eine Pause eingelegt und zwar einfach erzwungenermaßen durch die Kälte. Ja, mal schauen, gibt es an diesem Beet noch was zu sehen? Ja, Sedum telephium wächst wunderbar im Hintergrund und auch hier vorne. Sehr schön kompakt, kissenförmig kommt die Pflanze aus dem Boden heraus. Ich habe sie mit Stöcken eingerahmt, in der Hoffnung, dass diesmal und dieses Jahr die Katzen sich nicht in der Pflanze wälzen, weil die Stöcke im Weg sind. Ob ich damit Erfolg habe, das werden wir dann sehen. Aber im Moment sieht es noch sehr, sehr gut aus. Dann gehen wir weiter und kommen noch mal zu einer wunderschönen, erfreulichen Strauchpfingstrose. Das ist diese zitronengelb blühende, auch sehr stark intensiv duftende Strauchpfingstrose, also auch Peonia sofruticosa. Und das Schöne bei den Strauchpfingstrosen ist ja, dass wir dort die Farbe gelb haben, die wir bei den Stauden nicht haben. Und auch da sind die Blütenknospen voll angesetzt. Man kann sie deutlich erkennen. Ja, auch hier mindestens 3 Wochen noch müssen wir warten. Dann ist Blütezeit der Strauchpfingstrosen. Ja, meine kleinen Stauden, die Helenium-Arten, die Sonnenbräute kommen hervor, auch alle anderen. Ich sehe auch, dass an Cornus cusa, dem Blumenhartriegel, dem chinesischen Blumenhartriegel, die Knospen schwellen.
Ist im Moment mit der Kamera nicht allzu gut zu sehen. Ja, dann vielleicht noch hier die Verwandte der eben genannten Fasanenspiere. Das ist hier die Blasenspiere. Also botanisch auch Physocarpus opulifolius, also dieselbe Gattung. Aber die Art heißt Diabolo oder besser gesagt die Sorte. Ja, rotes Laub, dunkelrotes Laub. Der Strauch beginnt ganz allmählich mit dem Austrieb. Man kann es auch mal ein bisschen aus der Nähe zeigen. Da sieht man schon, wie so ganz allmählich und zart die Blätter beginnen sich zu entfalten und die Triebe angesetzt werden. Ja, dann vielleicht noch mal Vinca minor gezeigt. Auch ein Frühblüher, Bodendecker, ein klassischer Bodendecker, hervorragend geeignet für schattige Gärten. Was er nicht mag, ist Trockenheit. Er soll zwar nicht nass stehen, aber trocken mag er es auch nicht. Also er möchte immer ausreichend feuchten Boden haben und wie der deutsche Name ja sagt, immer grün. Der Name ist Programm. Das ist auch tatsächlich so. Dieser Bodendecker bleibt tatsächlich immer grün, behält sein Laub und treibt dann in jedem Jahr neu aus und wird größer und dichter und bildet irgendwann, wenn er genügend Zeit dafür hatte, einen ziemlich dichten grünen Teppich und ist dann auch trittverträglich. Ja, was ich Ihnen noch zeigen kann, ist mein Ausläufer, den ich ja getrennt habe von der Schneeballhortensie oder auch Waldhortensie, Hydrangea arborescens Annabelle, wunderschöne, riesige, weiße, gefüllte Blütenbälle, die dann im Sommer aufleuchten und sie treibt aus. Das ist das, was ich zeigen wollte. Ja, liebe Gartenfreunde, der Gartenrundgang an diesem Ostersonntag, zu dem ich Ihnen dann noch nachträglich alles Gute wünschen möchte. Fröhliche Ostern möchte ich Ihnen wünschen. Besinnliche oder auch fröhliche Feiertage, wie immer Sie es möchten. Und dann gehen wir zum nächsten Beet, zum Eckbeet. Und ich kann Ihnen zeigen, dass auch an dieser Stelle, an dieser zugigen Stelle, Aruncus aetosifolius Johannisfest, also der große Zwerg, Geißbart aus Asien, aus Korea, schon tüchtig austreibt. Noch ist er bronzefarben, das wird sich aber bald ändern. Vielleicht noch eine Woche und dann wird sich Johannisfest umfärben, ganz frisch grün leuchten. Ja, ist aufgewacht, ist aus dem Winterschlaf erwacht und wächst. Dort im Hintergrund, Sie sehen es schon, die Bergenie, die jetzt blüht. Ja, das ist ihre Zeit. Noch ein bisschen versteckt, noch ein bisschen zögerlich wegen der kalten Temperaturen, die wir hatten. Wir hatten ja fast in der gesamten vergangenen Woche jede Nacht Frost, bis zu -4, fast -5 Grad Frost. Mussten alle diese Pflanzen noch über sich ergehen lassen in den letzten Nächten. Tagsüber dann immer ins Plus, aber unter 10 Grad. Das ist für Frühling eigentlich eindeutig zu kalt. Auf der anderen Seite ist es April und April, das wissen Sie, liebe Gartenfreunde, der macht sowieso, was er will. Ja, dann hier noch ein Findling sozusagen. Peonia lactiflora hat zuvor im letzten Jahr noch an einer anderen Stelle gestanden. Zwischen Sträuchern ist dort regelmäßig von den Gärtnern, die hier tätig sind, abrasiert worden, ist nie richtig gewachsen. Und dann habe ich mir gedacht, ich will mal schauen, was ich mit dieser Pflanze tun kann, ob ich sie retten kann. Und dann habe ich festgestellt, nicht nur, dass sie jedes Jahr schlecht behandelt wurde, sie war auch noch viel zu tief eingepflanzt. Und gerade bei Peonia lactiflora, also der Staudenpfingstrose, kommt es sehr darauf an, dass sie keinesfalls zu tief eingepflanzt wird. Wer Peonia lactiflora zu tief eingräbt, einpflanzt,
verhindert, dass sie blühen kann. Das ist ganz eindeutig. Wenn Peonia lactiflora zu tief im Boden steckt, kann sie nicht blühen und wird es nicht tun, wird immer nur grün auskrauten, krautig wachsen, blühen wird sie nie. Deswegen ganz wichtig, nur dicht unter dem Boden darf der Wurzelstock liegen, wenige Zentimeter mit Boden bedeckt, maximal 2, vielleicht 5 Zentimeter, auf keinen Fall aber mehr. Und dann bestehen die Chancen, dass sie dann, nachdem sie sich dann mehrere Jahre einwurzeln konnte und in Ruhe gelassen wurde, dass sie dann endlich blüht. Das ist auch eine weitere Eigenschaft der Pfingstrosen. Sie mögen es nicht, ständig verpflanzt zu werden. Man sollte bei Pfingstrosen den Standort sorgfältig auswählen, Sonne bis Halbschatten, keinesfalls schattig. Sollte darauf achten, dass sie keine Wurzelkonkurrenz haben, und dann sollte man sie nach Möglichkeit, nachdem man sie gepflanzt hat, in Ruhe lassen und jahrelang und ja sogar jahrzehntelang am besten, am liebsten stehen lassen. Und sie wird es danken mit üppiger Blüte. Mit jedem Jahr wird sie reicher, wird sie voller, größer, umfangreicher und wird üppiger blühen von Jahr zu Jahr. Sie muss auch übrigens nicht gedüngt werden. Sie ist sehr, sehr unkompliziert, sehr anspruchslos. Und wenn man das beachtet, dann kann man mit Pfingstrosen von Jahr zu Jahr immer mehr Freude haben. Ja, hier vorne Spiraea japonica, die eher gedrungen wachsende Spiraea, auch sehr schön, treibt auch aus. Ja, was kann ich Ihnen zeigen? Natürlich Brunnera macrophylla, das kaukasische Vergissmeinnicht, auch diese Pflanze blüht. Der große Waldgeißbart treibt aus, Aruncus dioicus. Das geht also auch wunderbar voran. Und nebenan zeige ich Ihnen ein wunderschön gewachsenes Exemplar von Ligularia dentata Otello, dem rotlaubigen, gezahnten Kreuzkraut oder auch Greiskraut, wie sie manchmal genannt wird. Ja, wunderschön ausgetrieben, obwohl sie erst im August ihre Blüten bekommt, treibt sie jetzt im zeitigen Frühjahr schon aus. An dieser Stelle die Centra spectabilis alba, die schon ganz gut ausgetrieben ist. Und dann habe ich von meiner Gartennachbarin eine Pflanze sozusagen zurückgeschenkt bekommen. Ein rotblühendes, tränendes Herz. Auch die Centra spectabilis. Ich habe leider nicht nachgeschaut, wie die Sorte heißt, die rotblühende Sorte. Das müsste man noch nachreichen. Ich will eigentlich auch da noch ein Schild aufstellen. Ja, die habe ich erst vor ein paar Tagen hier hingepflanzt und man wird sehen, ob sie dieses Jahr noch wächst oder ob sie und ob sie überhaupt blüht. Das ist noch nicht ganz sicher. Ob sie die Verpflanzung gut verträgt oder nicht, das wird man sehen. Zum Schluss möchte ich Ihnen hier natürlich die eichenblättrige Hortensie zeigen, bei der man schon, wenn man genau hinschaut, liebe Gartenfreunde, ich will mal sehen, ob ich Ihnen das zeigen kann. Da sieht man schon den Neuaustrieb im Zentrum. Ich habe neulich vor diesem Strauch gestanden, habe überlegt, ob ich ihm die alten vertrockneten Blätter abschneiden sollte. Und dann habe ich gedacht, nein, vielleicht noch nicht, denn sie schützen ja auch ein kleines bisschen vor den immer noch viel zu kalten Nachttemperaturen. Deswegen habe ich die Blätter noch nicht abgeschnitten. Vielleicht tue ich es. Man muss sehen. Danke ebenso. Ja, das war meine Nachbarin. Ja, und dann nebenan noch schließlich Euphorbia amygdaloides purpurea, diese wunderschöne rötliche Wolfsmilch. Gehört jetzt einfach mit in den Gartenrundgang dazu. Ja, es geht weiter bei meinem langgestreckten mittleren Beet zum
Lavendel gibt es zurzeit noch nichts zu sagen. Die Zeit des Rückschnitts rückt näher, aber noch ist sie nicht da. Und deswegen sieht er noch so aus, wie er aussieht. Gaura Lindheimeri tut sich im Austrieb noch etwas schwer. Ist auch kein Wunder, die Temperaturen sind einfach zu kalt. Das lockt die Pflanze noch nicht hervor, aber sie steht da und ist startklar und wartet jetzt eigentlich nur endlich auf die Wärme des Frühlings. Alle anderen Pflanzen tun das auch. Sie warten, sie haben alle das Wachstum gewissermaßen eingefroren und warten darauf, dass die Temperaturen endlich in die Höhe klettern, damit sie auch ihrerseits dann mit dem Wachstum beginnen können. Wir gehen weiter. Wie gesagt, es ist nicht allzu viel zu sehen, weil die Natur noch ein bisschen eine Pause eingelegt hat, eine notgedrungene, eine erzwungene, eine durch die viel zu kalten Temperaturen erzwungene Pause. Und deswegen können wir hier etwas rascher vorbeigehen. Dort hinten dieser große grüne Tuff, das ist auch ein Helenium, also eine Sonnenbraut, eine große stattliche Pflanze mit gelben Blüten dann später, wird so ungefähr 1 Meter, 1 Meter 10, 1 Meter 20 hoch und ist sehr kräftig. Ja, wir gehen weiter. Man sieht es auch hinten, die Camassia leichtlinii, also die Prärielilie. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Wenn man genau hinschaut, unten sozusagen fast am Fuß im Zentrum der Blätter, da kann man die Blütenknospe erkennen. Ja, auch diese Pflanzen warten auf Wärme. Das ist das, was ich damit eigentlich dokumentieren will. Meine Peonia peregrina, diese etwas besondere Staudenpfingstrose, schiebt sich langsam ein bisschen in die Höhe. Man wird sehen, wie viele Triebe von denen, die sie aus dem Boden geschoben hat, sie dann auch wirklich voll entwickelt und ausbildet. Das ist bei dieser Pflanze immer gar nicht so sicher. Und welcher von den Blüten oder von den Stielen, die sie jetzt nach oben schiebt, am Ende dann auch eine Blüte produzieren wird. Auch das ist keinesfalls gesichert. Wir werden uns also auch dieses Jahr wieder einmal von dieser etwas merkwürdigen Pflanze überraschen lassen müssen. Nebenan die intersektionelle Pfingstrose oder auch Ito-Hybride, also diese Kreuzung aus Staude und Strauch mit ihrem strauchartigen, kräftigen Austrieb, aber der Eigenschaft, dass sie eben jedes Jahr zurückfriert und immer aus dem Boden erneut neu austreibt. Im Hintergrund eine schon sehr weit fortgeschrittene Peonia lactiflora, also der Klassiker, die Staudenpfingstrose. Eine weißblühende Sorte, auch wunderschön und auch mit einem betörenden frischen Pfingstrosenduft versehen. Immer wieder, jedes Jahr eine Freude, wenn diese Pflanze dann in voller Blüte steht und ihren wunderbaren, betörenden Duft entfaltet. Nochmal das zweite Exemplar der Ito-Hybride oder auch der intersektionellen Pfingstrose. Hier kann man es schön sehen, diese Mischung nach Strauch-Pfingstrosenart. Drei Triebe, die überwintert haben, die den Winter überstanden, überlebt haben, nicht abgefroren, nicht erfroren sind und ihrerseits an etwas höherer Stelle Knospen erhalten haben und diese sogar dazu bringen, auszutreiben. Und am Fuß, ganz nach Staudenpfingstrosenart, der üppige Neuaustrieb für dieses Jahr. Und jeder einzelne Trieb so kräftig wie die Strauchpfingstrose. Das ist das Besondere der Ito-Hybride
oder auch dieser intersektionellen Pfingstrose. Ja, hier nebenan eine Strauchpfingstrose, ganz klassisch. Eine weißblühende Sorte, auch da mit Blüten versehen, Blütenknospen, die sind da. Ja, und in 3 Wochen, 4 Wochen ungefähr, dann sollten wir an diesen Sträuchern dann die Blüten erwarten dürfen. Zu meinen Füßen das Lungenkraut, das gefleckte Lungenkraut. Ja, blüht, wird jeden Tag von Hummeln besucht. Sehr hübsch. Die kleinblättrige, der kleinblättrige Flieder, Syringa microphylla, superba heißt die Sorte. Die Blütenansätze sind da, warten auf angenehmere Temperaturen und dann geht es los. Hier unten Hemerocallis cultorum Crimson Pirate. Diese wunderschöne rote Sorte der Taglilie, schön kräftig gewachsen, wunderbares, gesundes, frischgrünes Laub. Und nebendran sehe ich auch Akelei, kommt schön aus dem Boden heraus mit wunderschönem Laub, zweifarbig, sehr, sehr hübsch. Bei dieser Pflanze achte ich ja darauf, dass wenn sie verblüht ist, dass ich die Blüten dann sofort abschneide, damit sie mir nicht aussamt und an Stellen dann aufploppt im Garten, wo ich sie nicht gebrauchen kann. Akelei sät sich nämlich auch gerne in Sträuchern oder zwischen Sträuchern aus, wo man mit den Fingern nicht mehr heranreicht, um sie dort herauszuholen. Und einfach rausziehen geht nicht, weil Akelei eine kräftige Pfahlwurzel austreibt. Das wird also nicht so einfach. Ja, im Vordergrund eine weitere Pflanze aus dem Reich der Hahnenfußgewächse, nämlich die Trollblume. Die Pflanzenfamilie der Hahnenfußgewächse hat wunderschöne Gewächse, die sie hervorgebracht hat. Akelei, Trollblume, Rittersporn, Eisenhut, das sind alles wunderschöne Pflanzen aus dem Reich oder aus der Familie der Hahnenfußgewächse. Allium senescens, Millennium, der Berglauch, wunderschön gewachsen, aber auch da eine kleine Pause eingelegt. Rhododendron praecox ist inzwischen schon verblüht, wartet jetzt auf Wärme und dann erfolgt der Blattaustrieb und der jährliche Zuwachs. Dann hier nebenan nochmal Rittersporn, höchstwahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, auch hier wieder eine Belladonna-Hybride, sehr schönes, frischgrünes Laub, sieht wunderbar aus. Wenn jetzt die Temperaturen tatsächlich dann ansteigen, nächste Woche, übernächste Woche und der Frühling durchstartet, dann wird Rittersporn in die Höhe schießen und wird dann bald seine Blüten ausbilden. Pieris japonica cupido, der Zwerg unter der Lavendelheide, beginnt langsam seine Blüten auszubilden. Weiße Glockenblüten. Und wenn man sich diese Blüten anschaut, dann sieht man schon so in gewisser Weise die Verwandtschaft zu den Heidekrautgewächsen. Da kann man es schön sehen. Ja, April ist Blütezeit der Lavendelheide. Und diese hier, die Sorte Cupido, die Zwergform, treibt im Frühjahr sehr spät dann erst eigentlich aus. Der Blattaustrieb erfolgt relativ spät im Frühjahr. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, erst Ende Mai. Das werden wir dann sehen und ich werde es dann für Sie dokumentieren. Was mich hier sehr freut, nebenan
Ja, es gibt wieder viel zu sehen, liebe Gartenfreunde. Ich kann Ihnen jetzt schon ankündigen, dass das Video tatsächlich diesmal wieder etwas länger dauern wird. Was sehen wir hier? Wir sehen hier den Austrieb einer wunderschönen Astilbe mit rosa Blüten. Eine sehr filigran wachsende mit dunkelgrün glänzenden Blättern, sehr gedrungen, niedrig, relativ niedrig am Boden wachsend, aber wunderschöne rosa, zartrosa Blüten. Da freue ich mich auch schon sehr. Hier nebenan Aruncus dioicus, nein, nicht dioicus, nein, falsch, Aruncus etusifolius, der Zwerggeißbart. Wunderschön schon ausgetrieben. Ja, insgesamt geht es voran, was ich Ihnen auch zeigen kann. Ich merke gerade, ich muss dieses Schild wahrscheinlich hier umstecken. Das behindert nämlich diese schönen Pflanzen, die hier hinten stehen. Das ist Lilium Martagon. Das ist die Türkenbuntlilie im Austrieb. Ist ja eine eher zierliche Lilie, aber diese zierliche Lilie bekommt wunderschöne Blüten. Das werde ich Ihnen dann später zeigen, wenn die Lilienzeit begonnen hat, wenn sie dann blühen. Das werden Sie dann alles zu sehen bekommen. Und wo ich hier gerade an dieser Stelle stehe, muss ich Ihnen natürlich unbedingt noch einen der bezauberndsten Frühlingsblüher zeigen, der jetzt gerade dabei ist, seine Blüten zu entfalten. Fritillaria meleagris, die Schachblume. Oder auch Schachbrettblume, so wie sie genannt wird. Ich will mal näher herangehen an die noch nicht geöffneten Blüten, aber man kann schon an der Färbung erkennen, warum diese Pflanze den Namen Schachbrettblume oder Schachblume im Deutschen trägt. Ja, ganz zauberhaft. Und wenn man bedenkt, dass ich anfangs hier 2 oder 3 Zwiebeln gepflanzt hatte, wie diese Pflanze sich selbst vermehrt und jedes Jahr mehr wird, Tochterzwiebeln bekommt und jede Zwiebel bekommt ja einen Blütenstiel, an dessen oberen Ende dann eben die Blüte, die herabhängende Blüte sitzt, ganz nach Art der Fritillaria. Man sieht es an der Art, wie diese Blüte herabhängt an ihrem Stiel, dass sie eine enge Verwandte der Kaiserkrone ist. Kaiserkrone, botanisch Fritillaria imperialis. Und dieses hier, die Schachbrettblume oder Schachblume, ist Fritillaria meleagris. Aber der Gattungsname ist derselbe, Fritillaria. Ja. So sieht es aus, liebe Gartenfreunde. Das sieht alles sehr erfreulich aus und so langsam sprießt es dann doch heran. Genauso auch in diesem Beet. Auch da geht es voran. Im Hintergrund an der Wand eine Pflanze, die sich selbst dort ausgesät hat, eine Stockrose. Die scheint sich an dieser Stelle wohlzufühlen. Die steht mittlerweile schon im 2. Jahr da. Und so wie es aussieht, will sie dieses Jahr auch wieder dort an dieser Stelle in die Höhe wachsen und dann später ihre wunderschönen roten Blüten bekommen. Ja, das darf sie. Sie hat sich dort selbst ausgesät. Ich kümmere mich um diese Pflanze nicht großartig. Und sie kommt dort zurecht. Ja, dann gehen wir durch dieses Beet durch. Was kann man hier sehen? Ja, auch hier Allium senescens senescens. Auch eine Variante des Berglauch. Etwas heller in der Blattfärbung und die Blüte auch etwas später als der vorhin gezeigte Millennium Berglauch. Aber auch sehr interessant. Diese Pflanze wird besonders dann interessant, wenn sie ihre Blütenstiele bekommt. Und das werde ich Ihnen dann zeigen und da gibt es dann auch noch einige interessante Sachen dazu zu sagen. Ja, nebenan exemplarisch diese eine Herbstzeitlose, die herauskommt, Colchicum autumnale. Ja, wie der Name sagt, sie blüht nicht im Frühjahr, sondern im Herbst. Jetzt kommt der Blattschopf. Der wird ab Juni, Ende Juni, Anfang Juli vertrocknet, dieser Blattschopf. Zieht komplett ein, die Pflanze zieht dann vollständig ein, vertrocknet und verschwindet bis zum September. Und dann kommt ohne Blätter
Die Blüte, diese wunderschöne Blüte der Herbstzeitlose aus dem Boden heraus. Das ist die Besonderheit dieser Pflanze. Hinten, vielleicht zunächst einmal wunderschön zu sehen, unser heimischer Bergeisenhut, Aconitum napellus. Und dieses hier ist auch der blaue Eisenhut, der blüht im Juli. Dann bekommt er seine wunderschönen blau-violetten Blüten, die klassischen Eisenhutblüten, die ich ja so sehr mag. Und obwohl ich weiß, dass diese Pflanze hochgiftig ist, eine der giftigsten Pflanzen Europas, muss ich sie unbedingt in meinem Garten haben, weil sie einfach so schön, so dekorativ ist. Ja, ein Hahnenfußgewächs. Davor Perovskia abrotanoides, die Blauraute oder der Silberstrauch. Den habe ich ja stark zurückgeschnitten und er wird aus dieser Basis heraus, wird er dann austreiben und wird seine schöne silberbläuliche Färbung annehmen. Er duftet ganz stark. Ich würde meinen, das ist so eine Mischung aus Beifuß und Lavendel, der Duft der Blauraute, Perovskia. Und dann bekommt er ja auch diese schönen bläulich-violetten Lippenblüten. Am oberen Ende der Triebe bekommt er diese Blüten ungezählt. Und die Hummeln und die Bienen sind wie verrückt danach, dort dann den Nektar einzusammeln. Ja, es geht weiter, liebe Gartenfreunde. Wir machen doch jetzt einen kleinen Schwenk dieses eine Mal, weil ich Ihnen die Rispenhortensie Wim's Red dann zeigen möchte, die ich ja geschnitten habe. Ich will mal schauen, ob ich das hinbekomme, dass ich Ihnen zeigen kann, dass Wim's Red nach meinem starken Rückschnitt austreibt. Mal sehen, sehen Sie diese roten Punkte am oberen Ende der Triebe, dort, wo ich abgeschnitten habe. Das ist genau die Wirkung, die ich erzielen wollte. Und weil ich an den kräftigen Trieben zurückgeschnitten habe, wird er auch an den kräftigen Trieben dann dieses Jahr auch wieder kräftige Triebe ausbilden können. Wie es mit der Blüte wird, da müssen wir uns überraschen lassen. Ob er dieses Jahr etwas üppiger blühen wird als letztes Jahr. Letztes Jahr waren ja die Blüten sehr, sehr rar gesät. Wenige Blüten, riesige, wenige Blüten. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Ja, hier noch zwei Rittersporne, nicht Rittersporne, Eisenhüte. Einmal der große chinesische Eisenhut, Aconitum carmichaeli arensii. Der blüht erst im Oktober. Und dahinter noch einmal eine Variante des heimischen Bergeisenhuts, Aconitum napellus. Und das ist eine weißblühende Sorte. Auch sehr schön. Blüht auch ungefähr im Juli. Ja, dann geht es weiter. Und ich zeige Ihnen wieder einmal den weiteren Fortschritt meiner Bauernpfingstrose. Und was man jetzt wunderbar schon sehen kann, wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie überall schon diese ganz dicken Blütenknospen. Richtig dicke Knöpfe sitzen sie schon da und warten darauf, dass es warm wird und dass sie dann hochtreiben können und sich dann endlich entfalten können. Wunderschön, wie ein Blumenbouquet kommt diese Pflanze, diese Staude, diese anspruchslose, dankbare Staude jedes Jahr aus dem Boden heraus, wird immer umfangreicher. Jedes Jahr kommen neue Triebe dazu. Und dann wird das eine wunderbare Sache, wenn diese Pflanze dann zur Blüte kommt. Nebenan sehe ich, es könnte jetzt langsam etwas werden mit der Elfenblume.
Ja, die hat dieses Jahr sich schwer getan. Es war kalt und die Elfenblume kommt erst, wenn es wirklich ein bisschen milder wird, wenn die Temperaturen zuverlässig warm bleiben, mild bleiben. Vor allen Dingen, wenn die Nachtfröste aufhören, dann fängt die Elfenblume an zu wachsen. Hier nebenan meine Bauernhortensie, bei der ich feststelle, dass auch da wieder Frostschäden zu verzeichnen sind. Ich kann Ihnen das mal versuchen, hier zu zeigen. Ja, da kann man es schon wieder sehen. Schauen Sie sich das an. Schwarz. Das ist Frostschaden. Ja, das ist Frostschaden. Das ist immer die Gefahr bei Bauernhortensien. Und man soll ja nicht abschneiden. Aber das ist die Gefahr. Wenn die Bauernhortensie durch milde Temperaturen im Februar, wie wir das dieses Jahr hatten, dazu animiert wird, schon auszutreiben. Und wenn dann noch mal später im Frühling noch mal Fröste kommen, Nachtfröste bis minus 5 Grad hatten wir ja, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass dort Schäden verursacht werden. Und bei der Bauernhortensie ist es ja so, deswegen soll sie ja nicht zurückgeschnitten werden. Normalerweise sitzt hier an dieser Stelle schon die Knospe der Blüte für dieses Jahr. Das ist der Grund, warum sie ja nicht zurückgeschnitten werden soll. Wenn aber ein Spätfrost kommt, dann kann es sein, dass das alles abfriert. Ja, und dann kann es sogar, wenn es ganz schlimm ist, kann es sogar passieren, dass die Blüte, die diesjährige Blüte einer Bauernhortensie ausfällt. Warum? Weil alles zurückgefroren ist. Das ist ein bisschen das Problem der Bauernhortensien. Aber wollen wir mal hoffen, dass nicht alles zurückgefroren ist. Ich sehe auch, dass einige Blätter ganz grün geblieben sind. Und aus deren inneren Zentrum kann dann doch noch eine Blüte heranwachsen und dann im Sommer ausgebildet und entfaltet werden. Ja, was kann ich Ihnen noch zeigen? Natürlich Aruncus aetosifolius Woldemar Meyer in seinem wunderschönen bronzefarbenen Austrieb. Nebendran und auch dahinter die Elfenblume, die so wunderschön weit fortgeschritten ist, die orange blühende Sorte der Elfenblume. Die Orangenkönigin, wie diese Sorte auch heißt. Ja, und davor die Zwerggeißbärte. Aruncus aetosifolius, der kleinste unter den Zwerggeißbärten mit einer Wuchshöhe von maximal 30 Zentimetern, steht er da. Immer wieder eine Freude, wenn diese Pflanzen aus dem Boden herauskommen. Was mich auch sehr freut, ist, dass Cimicifuga oder Actaea ramosa, die September-Silberkerze, schon aus dem Boden herauskommt. Sehen Sie diese purpurroten, dunkel, fast schon auberginefarbenen Blattspitzen, die, wie sie aus dem Boden herauskommen. Ja, das wird eine große Freude werden. Nebenan auch eine große Freude, Ligularia Przewalski, diese schöne Blattrosette, das Goldkolben-Kreuzkraut scheint sich an dieser Stelle hier an diesem Standort recht wohl zu fühlen. Dann zeige ich Ihnen noch ein etwas älteres Exemplar von Aruncus aetosifolius, dem Zwerggeißbart. Wunderschön in seinem Austrieb, sehr dekorativ, wie ich meine. Und ich bin ja ein großer Fan der Zwerggeißbärte. Ja, was ich Ihnen auch zeigen kann, was mich auch sehr, sehr freut, will mal versuchen, ob ich da etwas an dem Schild vorbei das zeigen kann. Das ist Mekonopsis Sheldoni Lingholm, der blaue Scheinmohn, eine wunderschöne, herrlich blau leuchtende Farbe, die dieser Scheinmohn bekommt mit seinen Blüten.
Wollen wir mal hoffen, dass es dieses Jahr klappt mit der Blüte. Ja, hier nebenan, Aruncus etusifolius Johannisfest, der große Zwerggeißbart. Schauen Sie mal, wie weit er schon wieder gediehen ist. Auf Anhieb geschätzt, der Durchmesser schon knapp 40 Zentimeter. Innerhalb der wenigen Tage, 2 Wochen maximal, ist er schon wieder zu dieser stattlichen Größe herangewachsen und ist ja noch längst nicht an sein Ende gekommen. Johannisfest kann ja ungefähr einen knappen Meter Wuchshöhe erreichen und einen Wuchsdurchmesser von 1,50 Meter. Ein sehr beachtliches Exemplar, eine sehr beachtliche Sorte der Zwerggeißbärte. Dort im Hintergrund nochmal schon etwas weiter vorangekommen. Actea ramosa cimicifuga ramosa. Da streiten sich die Gelehrten, wie die Pflanze denn nun jetzt genannt werden soll. Zu Deutsch die September-Silberkerze. Wunderschön in ihrem Austrieb mit dem wunderschönen dunkelroten Laub, das ich ja sehr liebe an Pflanzen. Ja, und dann geht es weiter, liebe Gartenfreunde. Dann zeige ich Ihnen hier diese schöne Reihe der Ligularia dentata, Othello, des rotlaubigen, gezahnten Kreuzkrautes. Schon sehr weit fortgeschritten in ihrem Austrieb. Wie gesagt, die Pflanze blüht erst im August, aber ist jetzt schon so weit gediehen. Dann gehen wir weiter und wir kommen zu Euphorbia amygdaloides robbiae. Und schauen Sie sich das an. Diese Pflanze hat schon ihre Blüten herausgebildet, ihre Hochblätter, mit denen sie die Insekten zu ihren Blüten lockt, mit dieser zitronengelben, grünlich, gelblich-grünen Färbung der Hochblätter. Und im Zentrum sitzen dann die Blüten. Ich will mal schauen, ob ich das scharf gestellt bekomme. Jawohl, jetzt klappt es. Das ist die Wolfsmilch, Euphorbia amygdaloides robbiae, also die mandelblättrige Wolfsmilch. Amygdaloides, die mandelblättrige. Ja, sehr schön im Hintergrund. Eine rote Variante trägt den Sortennamen Purpurea. Ja, der Name ist selbsterklärend, da muss man nichts weiter dazu sagen. Und im Hintergrund, da müssten wir dann vielleicht nächsten Sonntag noch mal genauer hinschauen, sehe ich gerade, wie die Tulpen, die orange blühenden Tulpen beginnen, sich einzufärben. Dazu dann nächsten Sonntag, liebe Gartenfreunde, ausführlich. Und dann werden wir diese Tulpe filmen und ich werde sie Ihnen zeigen. Und die ganze Schönheit dieser Tulpen werde ich Ihnen dann im Einzelnen zeigen und vorführen. Ja, dann schließlich noch eins der Exemplare des Phlox paniculata. Zu Deutsch heißt diese Blume oder diese Pflanze ja Flammenblume. Schon sehr weit gewachsen. Phlox blüht ja erst im Juli, treibt aber im Frühling immer als eine der ersten Pflanzen aus dem Boden. Dann gehen wir weiter und ich möchte Ihnen noch unbedingt etwas sehr, sehr Schönes zeigen, nämlich Euphorbia characias vulfenii, die Mittelmeer-Wolfsmilch. Und ich will mal schauen, ob es mir gelingt, dass ich Ihnen diese sehr interessanten Blüten zeigen kann. Denn die hat sie schon angesetzt. Schauen Sie sich das mal an. Ein bisschen aus wie ein Auge oder wie soll man das nennen? Ja, sehr interessant. Eine wunderschöne Pflanze. Schauen Sie mal, wie schön diese Pflanze gewachsen ist. Und ich hatte ja erst die Befürchtung, weil es ja in den Texten so steht, weil man es lesen kann, dass diese Pflanze empfindlich gegen Fröste ist. Und dann las ich aber von einem, der meine Videos gesehen hatte, der schrieb mir dann,
und sagte: Kein Problem, in meinem Garten steht sie und hat schon Temperaturen bis minus 7 Grad ausgehalten. Und das hat mich dann sehr beruhigt. Und ja, da der Winter mild war, hat diese Pflanze wunderbar überlebt und sieht prächtig aus. Ich bin ein großer Fan der Wolfsmilch. Ja, dann zeige ich Ihnen noch zum Schluss vielleicht hier noch einmal, und weil sie so schön ist und weil sie so dauerhaft blüht, Helleborus orientalis Red Hybrid, diese wunderschöne rote Variante der Lenzrose, ein prächtiges Exemplar, immer wieder schön, unermüdlich, hält sie da, hält sie stand, dauert an, blüht und blüht und blüht und hält lange durch. Eine wunderbare Pflanze. Und später dann, wenn die Blätter austreiben, liebe Gartenfreunde, dann zeige ich Ihnen das auch. Denn auch der Blattaustrieb ist wunderschön, sehr dekorativ, sehr malerisch. Dann noch einmal, weil sie auch so lange durchhält, das müssen wir würdigen und müssen das festhalten. Diese wunderschöne Hyazinthe, die schon viele Jahre hier steht. Und dann kriegt sie dieses Jahr nach vielen Jahren noch einmal so eine prächtige, formvollendete Blütenwalze. Ein echter Hingucker. Eine Hyazinthe gewachsen wie im Bilderbuch. Anders möchte ich es gar nicht sagen. Einfach wunderschön. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich diese Pflanze hier stehen sehe. Ja, Hyazinthen sind schon was Besonderes. Das muss man wirklich sagen. Ja, liebe Gartenfreunde, so langsam kommen wir an das Ende dieses Videos. Vielleicht noch kurz gezeigt mein weißes Beet, in dem noch nicht allzu viel zu sehen ist. Da hat es eigentlich in dieser letzten Woche, seit dem letzten Sonntag, mehr oder weniger nur einen Stillstand gegeben. Hier ist nicht wirklich etwas gewachsen in der letzten Woche. Selbst auch Daruma nicht. Es ist ja einfach zu kalt gewesen. Der Stand der Blätter, die sich beginnen zu entfalten, war letzte Woche schon exakt der gleiche, wie er jetzt immer noch ist. Deswegen gibt es hier nicht allzu viel zu berichten. Und dann sind wir am Ende dieses Videos und ich darf mich wieder einmal bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Und wegen dieser besonderen Tage noch ein schönes restliches Osterfest.